Leute, ihr wisst, was es heißt, wenn wieder dieser Sombrero am Start ist, dass mir noch keiner in die Kommentare geschrieben hat, wo ich einen geilen Italo-Western-Hut herbekomme. Robert Ossin, Michel Mercier, nach Angélique. Jetzt in einem Western, wie er härter nicht sein kann. Das Land wird zum Friedhof, zu einem Friedhof ohne Kreuze. Du musst mir helfen. Ich fasse keinen Colt mehr an. Warum so zimperlich? Das warst du doch früher nicht. Ist lange vorbei. Dann fang wieder an. Der Tod bleckt die Zähne. Ein Mann nimmt Rache. Er ist wie ein reißender Wolf. Ist nicht nur ein Western, er ist der Western. Grausam, realistisch, hart. Moin Leute und herzlich willkommen hier bei Laser City Lights. Ich bin's mal wieder, euer Matthias, und ihr wisst, ja, wenn der Sombrero wieder am Start ist, dann heißt es hier wieder auf diesem Kanal, es ist wieder Italo-Western-Zeit. Und ja, die guten Menschen von PlayOn haben mir hier wieder was zugeschickt. Und zwar handelt es sich hierbei um den nächsten Teil der Al-Arabiata-Serie. Die blende ich euch hier oben nochmal ein. Könnt ihr gerne nochmal Teil 1 bis 3 anschauen. Es lohnt sich definitiv. Und ja, der heutige Teil, den die Katze uns aus dem wilden Italien angeschleppt hat, ist gar nicht direkt aus dem wilden Italien. Es handelt sich um einen, ja, franco-italienischen Italo-Western. Und zwar Friedhof ohne Kreuze. Un Rob un Gold. Ja, also der Originaltitel. In der Hauptrolle auch Robert Ossin. Robert Ossin, ja, ich habe das nicht richtig ausgesprochen. Ein Franzose, der auch gleichzeitig noch Regie geführt hat und am Drehbuch mit beteiligt war. Und ja, die Hauptdarstellerin Michel Mercier, ja, ihr wisst Bescheid, auch eine Französin, die aber wunderbar in dieses Setting passt. Sie spielt nämlich die Maria, und die, jetzt sliden wir direkt in die Inhaltsangabe, worum geht es nämlich eigentlich bei Friedhof ohne Kreuze? Ja, Maria will Rache. Ihr eigener Mann wurde direkt vor ihren Augen von einer Bande aufgehangen und einfach so umgebracht. Und ja, sie kennt aber noch jemanden, nämlich in der Geisterstadt mitten in der Wüste wohnt ein Freund von ihr, der sogenannte Manuel. Und ja, der ist ein eiskalter Profi, und sein Erkennungszeichen ist ein schwarzer Handschuh. Und ja, kurzerhand entschließt er sich dann, bei ihrem Racheplan mitzumachen gegen die Familie Rogers, die quasi für einige Verbrechen und Korruption in der Stadt verantwortlich ist. Ja, dann beginnt eine Tragödie quasi griechischen Ausmaßes, die dann, meistens mit Bleihagel endet. Aber ich möchte nicht zu viel davon versprechen, deswegen würde ich sagen, schauen wir uns jetzt dieses coole Edition mal etwas genauer an, und wir setzen die auch gleich mal so direkt im Vergleich zu den anderen Editionen dieses Formates. Und am Ende, wie gesagt, immer die Bild- und Tonbewertung. Da bleibt übrigens dran, da gibt es nämlich noch einiges Wichtiges, was da erwähnt werden muss.
Und da wir jetzt ja schon beim vierten Teil der Serie sind, würde ich sagen, wir machen einfach nochmal einen kleinen Recap und fangen nochmal mit dem ersten Teil an, Die Grausamen. Auch ein sehr schöner Italo-Western. Dann kam als nächster Teil Der Mann aus Virginia. Also man muss sagen, die Titel sind, diese deutschen Titel sind natürlich wie immer so ein bisschen, ja, ein bisschen Banane, aber die Filme lohnen sich wirklich. Und dann kam von Mann zu Mann, auch muss ich sagen, ja, ein super geiler Film, Titel super komisch, aber ja, ich lege die mal nebeneinander, dann kann man vielleicht so ein bisschen, dann gibt das quasi so ein bisschen so ein klein besseres Bild. Und dazu kommt jetzt der neueste Teil, Teil 4, Friedhof ohne Kreuze. Ich würde sagen, warte, wir schauen uns das, wir machen es mal in der Vollständigkeit halber, damit ihr schon so einen kleinen Eindruck davon habt, wie das dann bei euch im Regal aussehen würde. Hat schon so ein einheitliches Design, ne? Bunte Farben, die aber quasi alle auf diesem gleichen, es ist in der Kamera so ein bisschen weißlich wegen dem ganzen Licht, aber es ist halt so ein bisschen so ein kleiner Beige-Ton, so wie hier diese Rückseite eigentlich sitzt, da sieht man es ein bisschen besser. Bildet dann schon ein einheitliches Bild im Regal und ich muss sagen, das finde ich schon ziemlich cool, weil man kann die Titel gut lesen und sind von jeder hat seinen eigenen Font für den Titel, aber quasi im Design doch gleich gehalten. Das finde ich schon ziemlich cool. So viel zu der Vorgeschichte. Ich lasse die jetzt auch mal hier einfach so liegen. So ein bisschen als Hintergrunddeku. Die Deku, genau. Wird auch genauso geschrieben. D-E-K-U-H. Ja. Und wir schauen uns hier jetzt den Teil 4 an. Wie schon bei den anderen Teilen haben wir hier so ein Oktagon, in dem halt quasi dieser Plakatausschnitt sozusagen reingesetzt wurde und auch wie bei den anderen Titeln hier sehen kann, so ein bisschen immer so über dieses Oktagon hinausgeht so, und das so ein bisschen aufbricht. Ist schon wirklich schön gemacht, von allem, weil wir hier wirklich Spotlight drauf haben. Das Ding ist hier ins Matt und das quasi das Motiv selber ist dann halt im Spotlight. Das ist schon ziemlich cool. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Hauptrollen, ne, nochmal den Robert Ossin und ja, ein Film von ihm auch, ne? Wie gesagt, er ist ja Regisseur und Hauptdarsteller und ja, zwei Companeros noch von ihr, die noch so eine, ja, auch noch eine Nebenrolle spielen in dem Film. Ja, zeigt so ein bisschen, dass es hier so ein bisschen, ja, weniger Waffen ungefähr auf dem Ding drauf sind, so, ne, so ein bisschen, dass es hier eher mehr so ein bisschen Richtung Tragödie geht als wilde Schießereien. Hier seht ihr, auf den anderen sind immer überall Colts und Gewehre drauf. Der Mann hat hier noch nicht mal einen Cowboy-Hut auf, ne? Also, ja, wie gesagt, wir schauen uns mal den Spine an und auch hier, denke ich mal, wird es genauso sein wie bei den anderen Titeln auch. Auge um Auge, Mord um Mord. Das Gesetz des Westens als Spruch obendrauf. Vermutlich müsste das dann ein deutscher Alternativtitel sein, so wie das hier zum Beispiel auch der Fall war. Oder zumindest der Untertitel sollte das sein. Genau, wie gesagt, an den Seiten ist das Ding gleich. Immer so, je nachdem, wie man das jetzt hinstellt, könnt ihr das immer von so oder so lesen. Ne? Je nachdem, wie ihr das braucht. Und ja, und drunter halt allgemein, auch hier schon, das ist der Unterschied zwischen anderen Boxen, ne? Kochfilms ist jetzt Play-On, ne? Ansonsten ist das natürlich alles relativ ähnlich. Gut, aber das ist natürlich das, ja, nur der Umkarton, wir wollen natürlich wissen, was hier noch so drin so los ist. Wir fangen wie immer an der Stelle hier mit dem Booklet an. Und das ist, wie immer, gut geschrieben von zwei Autoren wieder mal. Ne, war beim letzten Mal ja auch der Fall. Oh, Moment, da fällt mir ein. Nee, wir waren noch gar nicht fertig. Wir haben ja vergessen die Abenteuer der Rückseite. Eieiei. Seht ihr durch, ne? Neues Konzept jetzt hier, alles durcheinander. Dann komme ich natürlich auch durcheinander. Das hatte ich, glaube ich, bei der letzten Box aber auch schon gehabt. Schaut also gerne nochmal rein. Die anderen Boxen sind hier auch oben verlinkt. Könnt ihr gerne nochmal einzeln vorbeischauen. Ja, wie immer, Infotext hier so eingekrasst in dem Kasten. Und
Dann, ne, wie ihr sehen könnt, es ist auch einheitlich die Rückseite gestaltet zu den anderen Boxen. Ja, die Maria hier mit ihrem Trauerflor auf ihrer Kutsche immer unterwegs. Ja, auch ein schönes Bild von dem Film. Und ja, Frankreichs Kinostar Robert Ossin aus dem Film Rififi, soll ganz berühmt sein, habe ich noch nie gesehen. Schreibt mir in die Kommentare, was für ein Banause ich bin. Ja, hat sich hier wirklich mal an dem Italo-Western versucht. Sergio Leone hat hier auch mitgewirkt in dem Film. Der hat auch eine Szene gedreht in dem Film. Und zwar die Szene, wo die Leute essen. Das ist ja immer so ein Thema bei ihm. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal auf die Extras ein, weil die haben es in sich. Als allererstes fällt mir hier aber auf, es ist ein Extra mehr drauf, als hier angegeben ist. Und zwar gibt es noch so eine kleine, so ein Dankesrede oder beziehungsweise so ein, ja, so ein Vorwort zu dem Film von dem Robert Ossin, der sich bei dir bedankt, dass du seinen Film anschaust. Wusste ich nicht, hätte ich mal vorher gucken sollen. Jetzt im Nachhinein denke ich mir natürlich, ja, hättest du das mal vorher gesagt, ne? Gut, egal. Klar, wir haben die deutsch-englische und italienische Trailer. Dann haben wir hier Aufnahmen von den Dreharbeiten, ca. 8 Minuten, also zeitgenössische Aufnahmen in Schwarz-Weiß und ich glaube in 4:3 aufgenommen, von dem Set selber, wo dann gerade die Leute so ein bisschen Interviews geben und man sich so ein bisschen sieht, wie da halt wirklich gedreht wurde. Dann ein Interview von Robert Ossin von 68, da war er gerade an der Côte d'Azur, flog gerade wieder von Mailand durch die Gegend und hat dann jemand da so, irgendwie so ein kleines Interview gegeben. Ist mal ganz witzig, so ein bisschen so das aus diesem Umfeld zu sehen, wie er quasi ja, so frisch aus seinem aktuellen Leben spricht sozusagen. Dann haben wir noch ein Interview von 2007, das geht 27 Minuten, ist auch ein sehr sympathisches Interview, muss ich sagen. Also er spricht darüber, wie er Sergio Leone kennengelernt hat und gibt es ziemlich krasse Hintergrundinfos, also das solltet ihr wirklich mal angucken. Dann, was ich auch richtig witzig finde, so ein Ausschnitt von Christian Kessler, so ein Filmkritiker, der liest die Kritik des katholischen Filmdienstes 3 Minuten lang vor, der sich hier so ein bisschen negativ über den Film auslässt. Finde ich sehr spannend. Ist ein witziges Extra. Dann natürlich die Bildergalerie. Ihr wisst, die Fans dieses Kanals wissen, wie sehr ich die Bildergalerie liebe. Und dann, wie gesagt, das Booklet von Marco Koch und Lars Johansen und dann noch ein Poster, aber da gehen wir auch gleich nochmal genauer drauf ein. So, ansonsten DVD und Blu-ray am Start. Bild- und Tonbewertung wie immer am Ende. So, jetzt aber. Auch hier das Design des Oktagons weitergeführt. Und ja, wie ihr sehen könnt, hier fangen wir gleich an mit dem original französischen Titel Un Cord, Un Colt, Frankreich und der Wilde Westen. Ist ein sehr cooler Einstieg, der quasi sich so ein bisschen mit den Franzosen und das Thema Wilder Westen beschäftigt, auch historisch gesehen, wie dann der Bezug dazu ist. Und dann mittendrin geht es dann über in das Leben von Robert Ossin, wie er quasi angefangen hat, was er so gemacht hat und ja, was dann so sein Werdegang war bis zu diesem Film und was er danach noch so gemacht hat. Genau, das geht mir hier noch weiter. Und das war dann quasi der Teil von Marco Koch, dem Chefredakteur der Zeitschrift 70 mm. Sehr schön geschrieben, hat mir sehr gut gefallen. Guter Mann, auf jeden Fall. Bleib stabil. Teil 2, dann ein Friedhof ohne Leone, aber mit Argento. Hier hält sich nämlich das Gerücht, das steht sogar auf Wikipedia, dass Dario Argento quasi am Drehbuch beteiligt war, was man aber wohl vermutlich ins Reich der Mythen schieben kann, weil es gibt keinen Beleg dafür. Und ja, geht dann so ein bisschen halt jetzt um den Film selber, diese italienisch-französische Zusammenarbeit. Dann geht es hier nochmal so ein bisschen um diese deutsche Fassung davon. Dazu am Ende aber nochmal mehr, weil wir haben hier bestimmte Tonfassungen drauf. Und da geht es hier in den Text so ein bisschen hintergrundmäßig darum, wo die herkommen. Und genau, wo er dann noch so ein bisschen
wo sich da bedient wurde. Und dann, es geht immer noch weiter und weiter. Und dann geht es halt nochmal darum, was Leone hier in dem Film genau gemacht hat. Der war, wie gesagt, ein Freund von Husserl. Der hat dann so ein bisschen mitgeholfen und waren so ein bisschen Best Buddies, möchte ich mal sagen. Also er erzählt viel auch in dem Interview über ihn. Und ja, am Ende, wie immer, die Filmplakate. Normalerweise sehen wir hier auch eigentlich immer das Plakat, was mit dabei ist, in klein nochmal. Fand ich immer so ganz praktisch, weil man da nochmal so ein bisschen eine Übersicht gesehen hat. Ne? Schön, wie ihr sehen könnt, immer so die untertitelt, woher die Plakate denn kommen. Das finde ich mal ganz spannend. Aber schade zum Beispiel hier, wie gesagt, nicht das original französische Plakat und auch nicht das original deutsche. Das hätte mich natürlich auch mal interessiert, wie das denn so ausgesehen hat. Aber wie ihr sehen könnt, Frontcover ist inspiriert von dem italienischen Plakat. So, das war's schon mit dem Booklet. Wir haben zum ersten Mal hier drin Werbung. Das gab es vorher auch noch nicht in den anderen Boxen. Der weiße Mann, mit dem weißen Mann kam der Tod. Ein Werbeflyer für, was war das, glaube ich, Comics oder? Ja? Habe ich jetzt genug Werbung gemacht? Kostenlos natürlich, wie immer, weil hier zahlt mir ja niemand Geld. Ne? Ich mache das ja hier alles umsonst. Nur für euch, Freunde, nur für euch. Und das ist dann, ich meine, das war dann, ne, wie gesagt, das original französische Plakat, weil, wie gesagt, das ist immer, also in den anderen Boxen war es zumindest so, italienischer Film, das heißt italienisches Plakat. So, und das ist dann halt quasi das original französische Plakat mit dem original französischen Titel, Un Cort, Un Colt. Ja? Und ich muss sagen, das finde ich auch schon ziemlich schön, also ich, ne, mit dem Galgen hier oben und diesen quasi nur rot-schwarz gedruckten Cover mit, wo sie dann quasi diese leicht beige Schrift so ein bisschen absetzt. Ne? Ich bin ja schon ein bisschen am Überlegen. Ich hatte es ja schon mal angedeutet, diese kleinen Poster hier, die kann man wirklich, die sind, denke ich mal, was für ein Flur. Ne? Also man hat so einen Flur. Ich überlege hier demnächst mal auszubauen oder so. Dann hätte ich vielleicht noch einen Flur frei. Könnte ich mir vorstellen, dass ich dann mal so einen schönen Flur mit Italo-Western Poster designe. Ja, mal gucken. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr hier schon eingeblendet gesehen. Und Link ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Folgt mir gerne bei Instagram. Gibt es immer schöne Fotos von Neuanschaffungen, coolen Filmen und so weiter mit Hintergrundinfos und blablablub. So, das Digipack. Auf der Rückseite der Sheriff und seine Komparsen, die so eine kleine Nebenrolle hier in dem Film spielen. Dann, wie immer, das Disc-Design geht mit 1:1 mit dem Hintergrund über und ich so als kleiner Minimonk freue mich natürlich, dass ihr es hier wirklich sehen könnt. Hier oben, schaut mal dahin, da. Das passt 100%ig. Ne? Das heißt, wenn ihr Disc einklippt, dann gehen die Linien auch genau da weiter, wo sie sollen. Also da hat der Produktdesigner wie immer gute Arbeit gemacht. Und auch hier wieder cool, dass wir unterschiedliche Discs haben für DVD und Blu-ray. Ja, zum Bild und Ton gibt es einiges zu sagen. Nämlich, zum einen fangen wir mal mit dem Bild an. Wir haben ja hier die erstmalige deutsche HD-Veröffentlichung. Und das Bild ist aber so ein bisschen gesplittet. Je nachdem, denke ich mal, wie das Quellmaterial an dieser Stelle war, haben wir teilweise richtig schöne scharfe Aufnahmen, teilweise wieder so ein bisschen krisselig mit Bildfehlern. Das switcht immer so ein bisschen hin und her. Wie gesagt, 16:9 eigentlich das Format, aber wir haben so eine leichte Beschneidung an den Seiten. Auch hier, denke ich mal, liegt ja so ein bisschen an dem Quellmaterial. Alles in allem, aber durchaus in Ordnung für so einen Film und für mich persönlich, ich mag es auch, also ich habe bei so einem Film, der sowieso von der Optik her immer so dreckig ist, wie ein Italo-Western halt ist, nicht wirklich so ein Problem damit, wenn wir da mal so ein paar Bildfehlerchen drin haben, aber ihr solltet es wissen, wenn ihr diesen Film hier euch kauft. Ja, ansonsten die Tonbewertung, wir haben hier nur eine 2.0 Stereo-Tonspur drauf, aber wir haben nicht nur eine deutsche Tonspur, sondern wir haben noch die aktuelle deutsche Tonspur.
Denn wir haben auch die originaldeutsche Tonspur, denn der Film wurde damals ein bisschen geschnitten. Und da haben sie die Musik geändert. Das heißt, ihr habt quasi zwei unterschiedliche Tonspuren mit Musik, die unter sich unterscheidet. Einmal wie die damals in der geschnittenen Version, in der deutschen Version, in der Kinoaufführung war. Und einmal wie sie eigentlich in der Originalversion war. So, dementsprechend könnt ihr da einmal hin und her entscheiden. Ich habe während des Films immer so hin und her geswitcht. Ich konnte mich nicht direkt entscheiden, welche Version mir besser gefällt. Die Originale ist halt so ein bisschen, ein bisschen intensiver, ein bisschen wilder, ein bisschen stärker, während die andere, glaube ich, geklaut wurde von Django. Auf jeden Fall gute Musik, aber halt von einem anderen Film. Ansonsten haben wir aber immer noch zusätzlich noch eine englische und eine französische Tonspur drauf. Und ich meine sogar noch, italienisch ist auch noch mit am Start. Das heißt, wir haben hier wirklich multilingual alles mit am Start, was ihr euch so an Sprachen wünschen könnt. Vielleicht japanisch noch, wenn ihr das gewünscht hättet, wäre vielleicht noch was. Aber ansonsten ist eigentlich soweit alles am Start. Ja, Filmbewertung. Mir hat dieser Film sehr gut gefallen, weil er mal so ein bisschen so ein anderer Italo-Western war. Es geht zwar wie immer oder wie häufig in den Italo-Western um das Thema Rache, aber alles so ein bisschen trauriger, ein bisschen ruhiger aufgebaut. Nicht, das, was ihr jetzt denkt, dass der Film irgendwie Längen hat oder so, nein, sondern die Art und Weise, wie das dargestellt wurde, erinnert so ein bisschen an den französischen Film Noir. Ja, ihr Filmkenner wisst Bescheid. Lasst euch das von jemandem gesagt sein mit einem günstigen Ibiza-Sombrero und einem Stranger Things Fan-T-Shirt. Ja, wir sprechen hier von Hochkultur. Das ist auf diesem Kanal ja Standard, ne? Ihr wisst Bescheid. Und dahingehend der Film perfekt. Also, was Unterhaltungsgrad angelangt, schöner Italo-Western, der wunderbar in diese Serie anpasst. Und ja, an der Stelle nochmal die Serie erwähnen möchte. Wie gesagt, ich blende sie euch hier nochmal ein. Also hatte ich ja schon eingeblendet, aber ich blende sie euch nochmal auf der Endcard nochmal. Ich glaube, ich werde daraus mal eine Playlist machen, dass ihr euch den mal da direkt anschauen könnt. Und ja, auch wieder hier eine schöne Veröffentlichung, die sich optisch auch wieder wunderbar in die Serie einreiht. Und ja, auch wieder diese, man kann einfach nicht anders sagen, ist einfach eine tolle Edition. Und ich rate euch, schlagt jetzt noch zu. Also aktuell sind noch alle Boxen erhältlich bei PlayOn. Ist ja eine Shop-Exclusive-Sache. Wer weiß, wie lange. Also, es gibt keine Limitierungsnummer, aber ihr wisst, bei PlayOn ist es halt immer so, dann ist es halt irgendwann ist aus. Ne? Dann ist vorbei. Und wenn ihr jetzt sagt, Nummer 5 ist jetzt genau mein Film, den ich unbedingt haben wollte, und dann hole ich mal nochmal den Rest, dann ist vielleicht schon zu spät. Alles klar. Das soll soweit gewesen sein. Lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Lasst uns gerne ein bisschen über den Film diskutieren. Viele Leute sagen, es ist einer der besten Italo-Western überhaupt. Sogar mit Django zusammen. Ich würde es gerne wissen. Und deswegen Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Cheers.